Hi Dominik. Hi. Schön, dass du bei Higurashi dabei bist. Du machst ja schon seit deiner Kindheit Synchron. Wir kennen dich unter anderem aus Findet Nemo. Exakt. Da hast du den Nemo gesprochen. Ja, lang, lang ist's her. Wie alt warst du denn, als du angefangen hast mit Synchron? Ich sag mal, das direkte Startalter war vielleicht so, war um die 6. Und da, weil meine Mama ist auch Synchronsprecherin, sie wurde angerufen, so, hey, Madeleine, spricht dein Sohn eigentlich synchron? Und sie so, ja, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Und dann probieren wir es aus. Und anscheinend hat es ganz gut geklappt und ja, das war es dann so. Was war denn deine erste Rolle, die du gesprochen hast? Das war für Dschungelbuch 2. Das war eine DVD-Produktion. Und da habe ich den kleinen Hosenscheißer Ranjan gesprochen. Man weiß vielleicht aus dem Kultfilm Dschungelbuch, da geht er zum Schluss, geht Mowgli in das Dorf zu der schönen Shanti und Ranjan ist der kleine Bruder von dieser Shanti. Hat echt tierisch Bock gemacht. Für daheim bin ich aber zu aufgedreht, ich gehe noch eine Runde spazieren. Hast du schon mal Anime gesprochen? Ja, tatsächlich schon. Jetzt dieses Jahr erst, oder? Na Quatsch, letztes Jahr war es. Zwar bei der Netflix-Produktion Devilman Crybaby war ich mit dabei. Da war ich der Devilman. Ja, genau. Macht es dir Spaß, Anime zu sprechen? Teils, teils, sag ich mal, ganz ehrlich. Ich stehe auf so richtig kranken Scheiß, wenn ich so voll abkacken kann. Zum Beispiel jetzt, das konnte ich bei Higurashi auch. Das macht mir dann Spaß. Ich kann generell nicht sagen, was mir mehr Spaß macht am Synchron. Also viel hängt tatsächlich vom Team ab. Was in drei Teufels Namen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Rena. Du schwärmst für diesen riesigen Schrottberg? Ja, apropos Higurashi. Mhm. Du sprichst ja in Higurashi die männliche Hauptrolle. Oh yeah. Wie gefällt dir die Serie und wie gefällt dir deine Rolle? Ich muss tatsächlich sagen, ich finde es überraschend gut. Was hat dir bei Higurashi am meisten Spaß gemacht? Welche Szenen? Also einmal war ganz lustig, da hatte ich Blut in der Lunge. Da habe ich so einen Schluck Wasser genommen und dann so gegurgelt auch so ein bisschen. Das kann ich jetzt nicht nachmachen, weil ich kein Wasser habe. Aber das zum Beispiel, dann greife ich mir so in die Kehle und das. Und dann bin ich tot. Wie sieht denn das aus, wenn du dich auf eine Rolle vorbereitest? Und wie hast du dich jetzt auf Higurashi vorbereitet? Ja, ich schaue mir auf alle Fälle immer vorher mal ein bisschen was an, dass ich weiß, was auf mich zukommt. Gibt es eigentlich eine Traumrolle oder eine Wunschrolle? Ja. Die du schon immer mal sprechen wolltest? Ja, also dafür würde ich alles stehen und liegen lassen. Falls ihr da draußen zuhört, bitte, bitte hört zu. Ich bin ein riesen Spider-Man-Fan. Also riesig. Und also egal, ob Spider-Man in Zeichentrick oder im Real Life, jetzt Tom Holland, aber der hat ja schon eine Sprechstimme und das will ich auch niemandem wegnehmen, wirklich nicht, weil das ist beim Synchron immer ganz wichtig, dass man Stammrollen hat, also quasi Stammsprecher, weil davon ja, zehren wir auch so ein bisschen. Aber sollte irgendeine andere Spider-Man-Figur mal auftauchen, hey, denkt an mich, ich hab Bock und ja. Worauf ich wenig Lust hätte, das habe ich schon mal gemacht. Und was anstrengend ist, ist, wenn man so richtige Babysachen macht, sag ich mal, wo du extrem langsam reden musst und dann, also da bin ich irgendwann mal durchgedreht und ich würde kein Porno machen. Würde ich nicht. Muss ich echt sagen. Also, sorry Pornoindustrie, I'm out. Hast du nette Tipps für Leute, die auch mal Sprecher werden möchten? Tipps für Leute, die auch mal Sprecher werden wollen. Da gibt es ganz viele. Eine sehr wichtige, auch wenn ich mir jetzt hier mit Feinde mache, es tut mir wirklich leid, aber eine Synchronsprecherausbildung gibt es nicht. Also das ist, ihr gebt viel Geld aus an Orten, die sowas anbieten, dafür, dass es in der Synchronbranche belächelt wird. Also wirklich, wenn ihr es früh anfangt, also es werden immer
frische Leute gesucht, Kinder, Jugendliche, da ist es eigentlich kein Problem. Da sind die Firmen sehr offen, das mal auszuprobieren, wenn ihr das schon früh wisst, wenn ihr jetzt eher von der späteren Riege seid. Ich habe auch einen ganz lieben Kollegen, der Felix Meyer heißt der. Der hat zum Beispiel erst mit 28 angefangen. Der ist über die Schauspielausbildung rangekommen. Der hat auch ganz viel Anime jetzt schon gemacht. Ich glaube, aktuell spricht er Ash bei Pokémon. Und also ja, Schauspielausbildung, das ist so der sicherste Weg, dass die Firmen euch zumindest mal Aufmerksamkeit schenken. Und dann ist es, ja, braucht ihr Talent. Natürlich, Sprachfehler sind schlecht. Was wo jetzt ein bisschen Werbung auch in eigener Sache, beziehungsweise fast eigener. Meine Freundin hat ganz viele Videos auch zu Synchronsprechern gemacht. Und da erklären nochmal andere, die wirklich top of hier mega sind, geben so ihre Tipps manchmal weiter. Und also Liz Ehrenberg heißt die, könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. So heißt der Kanal von ihr. Genau. Gut. Liz Ehrenberg. Genau. Die Karten sind aber auch nicht mehr die allerneuesten, oder? Denkt ihr, ich bin so ein Oberpfosten? Ihr Superhernis habt doch die Karten mit kleinen Kratzern markiert. Gut, hast du vielleicht noch ein paar abschließende Worte oder ein paar Grüße an unsere Fans da draußen? Oder an deine Fans da draußen? Also erstmal, ja okay, an meine Fans. Hallo Mama, ich grüße dich. Ich persönlich find's cool, dass ihr uns Sprechern wirklich, also ich glaube, das ist die einzige Riege, die den Sprechern so richtig krass viel Aufmerksamkeit beimisst. Und das finde ich voll cool und wertschätze ich auch extrem. Nur was ich oft mitbekomme, ist, dass Kollegen von mir einen Shitstorm teilweise bekommen, weil Fans irgendwie denken, dass die falsch besetzt wurden. Und da könnt ihr mir glauben, da könnt ihr uns glauben, wir versuchen immer das Beste rauszuholen. Und da wäre es super, wenn ihr uns einfach ein bisschen vertrauen würdet, also der ganzen Branche. Also wirklich absolut Daumen hoch für euch alle da draußen, Anime-Begeisterte, dass ihr uns auch feiert, uns Sprecher, weil das kriegen wir sonst nicht so oft, aber habt auch Vertrauen in uns. Wir versuchen wirklich, den Sachen auch immer gerecht zu werden. Vor allem die Jungs hier von Köln Synchron, also da weiß ich, die haben sich zum Beispiel alles vorher angeschaut von Higurashi und haben sich wirklich Gedanken gemacht, wer passt gut drauf, was sind unverbrauchte Stimmen, und das ist eigentlich immer so der Ablauf. Und das liegt mir wirklich am Herzen, dass ihr das versteht. Also wir geben uns richtig viel Mühe dabei und versuchen auch immer, dass es das Beste wird. Und Shitstorms, das will keiner haben, und das sowas ist echt unnötig. Gut, danke dir. Gerne. Ciao. Ciao, jetzt schnetzel ich. Eine Kartoffel. Und dann bin ich tot.